Bei der Plank-Position ist es wichtig, dass ihr eure Körpermitte beachtet. Die Bauchmuskulatur muss angespannt sein. Die Ellbogen stehen unter den Schultern, die Handgelenke vor den Ellbogen. Jetzt bringt ihr eure Hüfte auf dieselbe Höhe wie eure Schultern, aktiviert die Bauchmuskulatur, schließt den Rippenbogen und baut die Spannung über den ganzen Körper auf. Wer möchte, schiebt die Unterarme und die Handflächen sowie die Fußspitzen nochmal in den Boden, um die Übung ein wenig zu intensivieren.